Hallo Leute und willkommen zurück zu Blood Omen 2. Ja, ups, sorry. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir diesmal die Zwischensequenz hinkriegen. Ja. Na, mal schauen. Ja, ist gut. Stottert's mir zwar so ein bisschen gerade, aber naja. Ja, wenn nicht, muss ich mal zwischen diesem und nächsten Part mal kurz gucken. Welche arme Seele wagt es, mich bei meinem Mahl zu stören? Jemand, der deinen Durst und dein Los teilt. Ah, eine Stimme aus der Vergangenheit. Dann stimmt es also. Kain schleicht wieder durch Noskot. Woher kennst du mich, Kreatur? Wie gerne würde ich dich auf der Stelle vernichten. Leider muss ich verschwinden. Gute Nacht. Warte! So viel dazu. Naja, könnt ihr uns erstmal so ein bisschen bedienen. Wir haben zwar dieses Massaker hier nicht angerichtet, aber naja. Immerhin, ganz kleines bisschen. Bringt das ja trotzdem. Und hat wenigstens auch nochmal einen Levelaufstieg gebracht. Yay! Joa. Mal schauen, wie weit wir diesmal kommen, ohne dass es ab, bevor es abstürzt. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt vernünftig funktioniert, weil, wie gesagt, ich kann nicht raustappen, um mal zu überprüfen. Okay, da haben wir nichts. Dann müssen wir doch nach oben. Ja, muss ich mal gucken. Zwischen dieser und der nächsten Aufnahme. Wieso das gerade so dermaßen rumstottert. Das ist mir nämlich jetzt auch neu. Das habe ich jetzt zum allerersten Mal, dass es so dermaßen rumstottert. Okay, er geht da hoch. Das ist eine Kiste. Na ja, gut, ich denke mal, da werden wir so oder so hinkommen. Ja, könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon denken, gegen den müssen wir auf jeden Fall auch kämpfen, ne? Ja, gegen den müssen wir auf jeden Fall auch kämpfen. Was hast du hier zu suchen? Ich will jetzt auch nicht, dass er runterfällt. Ach ja. Ja, diese normalen Banditen, die bringen uns eigentlich jetzt auch schon nichts mehr so richtig. Nur. Ja, mal schauen. Na, wie gefällt dir mein Werk, Kain? Ich hatte ein opulentes Mahl. Du bist ein schäbiger Mörder. Du setzt mit derartigen Aderlässen dein Leben aufs Spiel. Nicht mein Leben ist in Gefahr, Kain, sondern deines. Dann dienst du also den Sarafanen. Ich diene nur mir selbst. Ah, ich hatte schon fast vergessen, wie sehr ich deine Arroganz hasse. Es wird mir eine Freude sein, dich zum Schweigen zu bringen. Wir werden uns wiedersehen, schon bald.
Ja, ich hoffe, dass es jetzt keinen Schall gegeben hat. Keinen Hall gegeben hat. Da ist mir jetzt gerade so aufgefallen, dass es doch ein bisschen sehr laut ist. Ja, jedes Mal, wenn ich meine Desktop-Lautsprecher halt ein bisschen lauter habe, dann nimmt das Mikro ja auch nochmal die Klamotten auf. Wenigstens ein Checkpoint. Ja, brauche ich wenigstens nicht mehr ganz von Anfang anfangen. Falls es jetzt gleich abstürzt. Bitte, tu mir nicht. Wenn du nichts zu sagen hast. Ach ja. So. Was? Buchzerstörer? Ach, Depot. Sit. Bücherei. Können wir aber auch nichts machen. Naja. Da können wir auch nie weiter. Ja, die eine Truhe, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Dürfen wir nicht vergessen. Die ist irgendwo da oben auf der Brücke. Ja, da ist ein Seraphan-Gedönse. Schön. Hier auch. Müsste ich mehr oder weniger erstmal gucken, dass ich irgendwie den Strom da ausstelle. Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen. Wer erteilt hier wen eine Lektion? Ach ja. Na, könnt ihr auch schon sehen. Die, wie gesagt, die Räuber hier in dem Sinne, die bringen schon gar nichts mehr so wirklich. Na, also erfahrungsmäßig. Alter, hier überall zu. Das gibt's doch nicht. Ja gut, da könnte ich ja hier rüber. Aber ist die Frage, komme ich dann wieder zurück? Das ist die Frage, komme ich dann wieder zurück? Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Okay. Kann ich einfach hier hochspringen? Nö. Muss ich mal gucken, wie ich da jetzt hinkomme, weil ich glaube nicht, dass wir da wieder zurückkommen können. Ja, hier kommen wir her. Da können wir nicht rauf. Also ich bin jetzt überfragt, wie wir da hinkommen. Ich glaube nicht, dass wir da... Ist jedenfalls eine Tür. Na gut, vielleicht, wenn da nachher auf der anderen Seite sind, vielleicht irgendwie von der anderen Seite da rankommen, dürfen wir halt natürlich nicht vergessen. Tja, bleibt mir ja nichts anderes übrig, muss ich ja erstmal weitergehen. Oh, hoffe, dass das kein Fehler war.
weniger hier für den ganzen Bezirk müsste ich irgendwie den Strom ausstellen. Wenn man so will. Okay. Ein kleines Rätsel. Achso, ja, dann muss ich, glaube ich, erst das Wasser reinlassen. Oder halt das Ding erst hochfahren. Dann das Wasser reinlassen. Gucken, was macht der Schalter? Der fährt das raus. Achso, ja, und dann den da unter, denn das Wasser reinlassen. Und dann treibt die Kiste oben. Hier muss man halt das Wasser wieder rauslassen, die Drücke wieder reinfahren. Jo. Brücke wieder reinfahren. Dann wieder rüber, das Wasser rauslassen. Dann machen wir die Kiste hier oben. Das ist schon scheiße, wenn man kein Wasser ab kann, ne? Hier das Wasser wieder rauslassen. Und schon können wir die Kiste da hinten hinschieben. Sollte sich eigentlich das Tor öffnen, ne? So. Und so mit können wir dann halt das Teil hier ausstellen. Jetzt sollte eigentlich auch alle anderen Tore ausgegangen sein. Ja. Ja, auch das Tor. Juti. Dann können wir das Teil nämlich auch holen. Blue Lady. Kuriositäten. Ja. Dahin sollen wir nämlich auch. No. Nee, erschreckt mich nie so. Ach ja, so, die Kiste haben wir. Diese Kiste da oben will ich kurz noch holen. Den hat sie schon. Jo. Eigentlich nochmal blaue Truhe. Ach, da ist sehr viel mehr drin. So, jetzt mal gucken. Ich hoffe, dass hier gleich ein Speicherpunkt kommt. Lang. So, hier ist nichts mehr, ne? Juti.
kurz schnell noch zum Speicherpunkt mit euch. Vorador, der reformierte Sado-Hedonist. Ich hatte ihn schon einmal getroffen, bevor er Patriarch wurde. Schon damals hatte ich nicht gewusst, ob ich ihm trauen kann. Aya, der Vater aller Vampire. Wer sonst sollte den Widerstand anführen? Ich fühle mich geehrt, Vorador. Spar dir deine falschen Höflichkeiten, Kain. Allein die Not macht uns zu Verbündeten. Trotzdem, willkommen im Heiligtum. Dein altes Schloss war prunkvoller. Aber ich nehme an, damit müssen wir leben. Es erfüllt seinen Zweck. Wir haben wenig Zeit. Die Sarafanen werden von Tag zu Tag mächtiger. Bald haben sie all unsere Schlupfwinkel zerstört. Wir stehen wieder einmal vor der Vernichtung. Das dachten sie schon einmal. Und du hast sie Lügen gestraft. Du hast eine neue Rasse erschaffen. Etwas, das ich niemals vermocht hätte. Und wenig später hatte ich meine Armee. Nun sind wir gespalten. Und am Ende. Dann unternimm etwas. Erschaffe neue Vampire. Man braucht viel Zeit und Energie, um einen Vampir zu erschaffen. Ich bin nicht stark genug. Nein, Uma hat es dir bereits gesagt. Wir müssen Lord Sarafan töten. Wenn er tot ist, wird ihre Macht versiegen. Du bist weit gekommen, Kain, und du hast dich als unser wichtigster Verbündeter erwiesen. Wir müssen unseren Angriff vorbereiten. Vorador! Was ist? Es ist schrecklich, verzeiht mir, Gebieter. Uma wurde gefangen genommen. Gefangen genommen? Wie? Sie hat das Hauptgebäude im Industrieviertel durchsucht, wie ihr befohlen hattet. Ich stand vor dem Haus Wache. Sie hat mir zugeflüstert, dass sie etwas Wichtiges gefunden hätte. Was denn? Keine Ahnung. Bevor sie es mir sagen konnte, haben die Sarafanen sie entdeckt. Ich wollte ihr helfen, aber überall waren. Ich konnte nichts tun. Sie sagten, sie würden Uma in die Festung der Sarafanen bringen, um sie hinzurichten. Nein! Dann haben sie mich entdeckt und ich musste fliehen. Vergib mir, Vorador. Ich muss wissen, was sie entdeckt hat. Wir müssen ihr vor allem das Leben retten, Kain. Ja, natürlich. Ich soll sie also retten, Gebieter? Ein Vampir, der sich der Festung nähert, würde sofort entdeckt. Du kannst dich allerdings tarnen. Der Haupteingang der Festung wird schwer bewacht. Sprich mit dem Bischof von Meridian. Bischof ist auf unserer Seite? Die Aussicht auf Unsterblichkeit kann sehr überzeugend sein. Vor allem für einen Bischof, dessen Glaube an das Leben nach dem Tode nicht sehr groß ist. Der Bischof kennt einen geheimen Eingang in die Festung. Du findest ihn in der Oberstadt. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann lässt er dich in die Festung. Und wenn Uma bereits tot ist? Dann stirbt ihre Entdeckung mit ihr. Und mit ihr unsere Hoffnung. Geh jetzt, Kain. Finde den Bischof. Du hast Umas Leben in der Hand. Wie uns alle. Ja, sorry Leute, dass es so gerade so asynchron ist. Da kann ich aber leider nichts dran ändern. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso. Der Ton ist sehr viel schneller als das Bild. Weiß ich auch nicht, wieso. Naja. Ja, komm schon. Ja, so Leute. Ja, aber das war's jetzt wirklich für heute. Diese Zwischensequenz zeige ich euch im nächsten Part. Ja, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.